Die Kanaren. Eine Inselgruppe in Makaronesien, vor der Nordwestküste Afrikas gelegen. Es sind nur etwa 56 Seemeilen, also schlappe 100 Kilometer bis zum Festland. Marokko und Westsahara sind also gar nicht weit. Für uns liegen die Inseln von Deutschland aus nur 4,5 Flugstunden entfernt. Das trockene Klima, ganzjährig angenehme Temperaturen und gute Infrastruktur sorgen dafür, dass der Massentourismus längst auf den Inseln Fuß gefasst hat. Leider hat alles Licht- und Schattenseiten. So profitiert das Archipel durch den Tourismus und durch das Geld der Touristen. Das Problem ist nur, dass die Inselbevölkerung meist wenig von dem Geld sieht, weil es von den großen Hotelketten und Investoren nicht im Lande selbst investiert wird. Die Politik muss dafür sorgen, dass sich hier etwas ändert. Denn die Einheimischen können oft die steigenden Preise für Wohnungen und Lebensunterhalt nicht mehr bezahlen. Jeder von uns kann aber seinen Beitrag zu einem guten Miteinander leisten. Nicht zuletzt spielt die Wertschätzung und der Respekt unter den Menschen eine ganz große Rolle. Deshalb versuchen wir immer, den Kontakt zu Einheimischen zu bekommen und bei Bedarf mit kleinen Handwerksbetrieben Geschäfte zu machen. Heute möchte ich euch einen Turnvorschlag rund Lanzarote machen. Wir starten von Marina Lanzarote in Arrecife, der Hauptstadt der Insel. Der Hafen bietet sich als Startpunkt an, weil er nur 15 Minuten vom Airport entfernt, günstig gelegen ist. Sind wir aus dem Hafen mal wieder raus und fahren jetzt hier an den Fischern vorbei. Ausfahrt Lanzarote. Geht es euch eigentlich auch so, dass immer dann, wenn ihr in der Hafenausfahrt seid, eine Fähre ein- oder auslaufen will? Ständig so 18 bis 22 Knoten. Da der Wind ziemlich von vorne kommt, fahren wir höchstens 30 Grad am Wind. Das machen wir mit einer ganz kleinen Genua, die haben wir jetzt gesetzt. Wir wollen aufrecht segeln und durch diese kurze steile Welle kriegen wir auch immer Wasser mal drüber. Ist aber alles nicht dramatisch, ist ein super schöner Tag und wir freuen jetzt uns auf La Graciosa. Wir fahren die Runde um Lanzarote gegen den Uhrzeigersinn. Der hier vorherrschende Nordostpassat beschert uns auf den ersten Teilstück meist einen kräftigen Gegenwind. Wir haben nun die Wahl, die ersten 20 Seemeilen unter Maschine mit kleinster Besegelung gegen anzufahren oder mit einem beherzten großen Schlag hochzukreuzen. Das heißt dann aber auch, dass die Wegstrecke sich locker einmal verdreifachen kann. Im Moment sind wir eingeschwenkt hier in die Durchfahrt zwischen La Graciosa und Lanzarote.
haben wir jetzt nur noch die Genua stehen und lassen uns jetzt da ganz langsam reintreiben. Wir sind auf der Suche nach einem schönen Ankerplatz. La Graciosa, die kleinste der 8 bewohnten Kanarischen Inseln. 720 Einwohner zählt der Hauptort Caleta del Sebo. Dort befindet sich auch der Fischerei- und Yachthafen. Um hier zu übernachten, sollte man sich rechtzeitig anmelden, denn die Plätze sind rar. Vom Hafen Orsola, ganz im Norden von Lanzarote, setzen täglich kleine Personenfähren nach Caleta del Sebo über. Auf La Graciosa sind nur einige wenige Geländewagen für Einheimische zugelassen. Es gibt keine asphaltierte Straße. Man sollte sich das Erlebnis einer Inselrundfahrt im Jeep auf keinen Fall entgehen lassen. Es ist sehr abenteuerlich. Abends sind wir zurück an Bord und genießen den Sonnenuntergang. Nach einer ruhigen Nacht gehen wir am nächsten Morgen Anker auf zu unserem zweiten Schlag rund Lanzarote. Ja, so ein Frühstück auf See ist immer das Schönste, was es überhaupt gibt. Und dann mit so einer Kulisse hier. Es geht heute bei schönstem Segelwind in Richtung Marina Rubicon, ganz im Süden der Insel. Die 35 Seemeilen sind in gut 5 bis 6 Stunden zu meistern und bringen herrliches Atlantiksegeln. Tauschen hier mit 6,5 bis 7 Knoten Richtung Papagayo. Marina Rubicon ist eine moderne, privat geführte Marina und bietet 487 Liegeplätze für Boote bis 70 Meter Länge. Dienstleistungen aller Art werden dem Skipper angeboten. Die Marina wird umgeben von vielen Boutiquen und Restaurants. Uns erscheint sie nach Marina und Lanzarote doch eher posch, touristisch. Jeden Abend gibt es irgendwo Live-Musik.
Bei einem wunderschönen Abendspaziergang schauen wir vom Castillo de Aquila in Richtung Papagayo und beschließen sofort, am nächsten Morgen dort vor Anker zu gehen. Das Ankern vor den Papagayo-Stränden ist normalerweise unproblematisch. Sandiger Boden mit einigen Steinen verspricht gut haltenden Ankergrund. Natürlich kann es schon einmal passieren, dass sich die Kette oder der Anker unter einem Stein verklemmt. Ich habe mir deshalb zur Angewohnheit gemacht, stets den Anker schnorchelnd zu kontrollieren. Der Ankerplatz hier vor Papagayo ist deswegen so beliebt, weil die vorherrschende Windrichtung aus Nord-Nordost meistens ruhiges Wasser ohne großen Schwell zur Folge hat. Direkt zwischen der Marina Rubicon und dem Ankerplatz vor den Papagayo-Stränden befindet sich ein ganz besonderer Tauchspot, das Museo Atlantico. Dieses Unterwassermuseum zeigt die Skulpturen des Künstlers Jason de Caires Taylor. Sie befinden sich in ca. 15 Meter Wassertiefe und sind so auch für ungeübte Taucher gut zu erreichen. Hier findet man zum Beispiel den Rubicon, eine Gruppe von 35 menschlichen Gestalten, die sich scheinbar hin zu einer Öffnung in einer Wand begeben. Auch das Schlauchboot von Lampedusa mit Flüchtlingen ist so aktuell wie nie. Außerdem gibt es mehrere Statuen, die die Harmonie zwischen Mensch und Natur darstellen sollen. Ein Kontrollblick auf die Uhr und auf mein Finimeter erinnert mich daran, dass wir nur Gäste für eine kurze Zeit in dieser faszinierenden Unterwasserwelt sein können. Und beginne sogleich mit dem Aufstieg. Ein super Tauchgang. Genial. Lieber Lothar, an dieser Stelle noch einmal ganz herzlichen Dank, dass du mich bei den Unterwasserdreharbeiten unterstützt hast. Guter Plan ist, von Papagayo loszufahren und dann hier eng um dieses Flach rum und dann hier ganz leicht hoch zu kreuzen. Und dann kommt man hier im besseren Wind, um nach Arrecife zu kommen. Wenn man noch etwas Zeit hat, bietet es sich an, vom Ankerplatz Papagayo circa 9 Seemeilen Richtung Norden nach Puerto Calero zu segeln. Dort erwartet einen eine moderne Marina mit ca. 420 Liegeplätzen, ein großes Serviceangebot und viele Restaurants laden zum Verweilen ein. Von dort werden Angel- oder auch Tauchausflüge angeboten. Wer möchte, kann aber auch einen Ausflug mit einem U-Boot machen. Diesen Stopp in Calero schenken wir uns dieses Mal und segeln hoch am Wind, bei dem typisch stärker werdenden Wind, die letzten 10 Meilen zu unserem Ausgangspunkt Marina Lanzarote zurück. Wenn man 8 bis 10 Tage Lanzarote bucht, ist eine Inselumrundung ein spannender und abwechslungsreicher Turn.
Hier noch einmal die Stationen der Reise. 25 Meilen von Marina Lanzarote nach La Graciosa. 35 Seemeilen von La Graciosa nach Marina Rubicon. 3 Meilen von Marina Rubicon zum Ankerplatz Papagayo. 9 Meilen von Papagayo nach Marina Calero. 10 Meilen von Calero nach Marina Lanzarote zurück. Das ergibt eine Gesamtdistanz von ca. 80 Seemeilen. Je nachdem, wie viel gekreuzt wird, kann es natürlich auch deutlich mehr Seemeilen aufs Konto geben. Vielleicht habt ihr jetzt Lust bekommen, dieses tolle Segelrevier einmal selbst auszuprobieren. Es ist sicherlich mit eher viel Wind zu rechnen, wenn ihr in den Sommermonaten reist. Um Weihnachten ist es eher gemäßigt. Während wir jetzt hier im Vorhafen von Marina Lanzarote die Segel bergen und unseren Liegeplatz ansteuern, bleibt mir noch Zeit, mich bei euch fürs Zuschauen zu bedanken. Eine gute Saison und immer eine Handbreit Rum in der Bilge wünschen euch eure Mola Molas. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Segeln und Reisen mit Segeljacht Mola Mola.